Mann, diese Nacht war wirklich zu heftig. Ach du Scheiße! Peter! Oh. Hilfe! Hilfe! Metzgermeister Peter Kunz wurde in seiner Fleischerei brutal niedergeschlagen. Seine Angestellte Sandra Klein hat sofort den Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Hallo Polizei, kümmerst du mich um Sie? Ich gehe kurz rein. Kommissarin Schweiger, hallo. Sie haben das Opfer gefunden? Ja, ich hab versucht, ihn anzurufen und habe ihn einfach nicht erreicht. Dann bin ich da in die Flascherei rein und da lag er dann einfach mit dem ganzen Blut. Okay, beruhigen Sie sich. Die Sanitäter, die bringen ihn jetzt gleich ins Krankenhaus und dann wird alles gut. Vorsicht. Hallo, Brenner, ja, Fico. Den Fleischhammer habe ich neben seinem Kopf gefunden, dann wurde wahrscheinlich erschlagen. Boah, heftig. Ist dir irgendwas aufgefallen? Nee, also Einbruchspuren gibt's wahrscheinlich nicht. Wie ist denn Ihr Name? Sandra Klein, ich arbeite hier. Wie geht's denn Peter? Also er wird wahrscheinlich durchkommen, aber muss notoperiert werden. Er hat eine schwere Verletzung an der Schädeldecke. Peter Kunz ist Ihr Chef? Ja, ihm gehört die Fleischerei. Allerdings auch erst seit kurzem. Wem hat die Fleischerei denn vorher gehört? Sein Vater, der ist vor ein paar Monaten verstorben. Und hat Herr Kunz sonst Angehörige, die man erreichen kann? Eigentlich nur seine Stiefmutter. Ihr gehört die Wirtschaft hier im Ort. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt alles nicht einfach für Sie, aber Ihr Chef, hat er irgendwelche Feinde oder Konkurrenten gehabt, die ihm das angetan haben könnten? Also der Täter hat auf jeden Fall kein Problem damit, Herrn Kunz vielleicht sogar umzubringen. Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Okay, also es hat jetzt gerade keinen Zweck. Gehen Sie lieber nach Hause und ruhen sich ein bisschen aus, ja? Die Notoperation des Metzgermeisters ist ohne Komplikationen verlaufen und Peter Kunz ist bereits vernehmungsfähig. Die Kriminalkommissare Mia Schweiger und Max Brenner hoffen, dass das Opfer den Täter erkannt hat. Mit einem Fleischerhammer. Das ist echt heftig. Die Person, die dem Fleischer das angetan hat, die muss echt eine Wut auf den gehabt haben. Hast du Frau Klein gesehen? Der ging das Ganze ganz schön nah. Na, ist doch kein Wunder, die hat ihn ja gefunden. Da, wo sonst die ganzen Schweinehälften, Rinderhälften, Leber, Gedärme. Boah, ja, Max, ist gut. Also ich würde sagen, wir starten mal die Vernehmung. Ich rufe Peter Kunz mal an. Guten Tag, Herr Kunz. Ich bin Mia Schweiger. Das ist mein Kollege Max Brenner von der Kripo. Ich habe gehört, Sie haben die OP gut überstanden. Ich fühle mich, als würde mein Kopf gleich explodieren. Das verstehe ich. Aber Sie haben Glück, dass der Fleischhammer Sie nur gestriffen hat. Sonst würden wir beide jetzt nicht miteinander reden. Haben Sie gesehen, wer Sie angegriffen hat? Ja, war ganz allein in der Fleischerei. Ich kann mich nur an ein paar Geräusche erinnern. Schnelle Schritte hinter mir. Und dann weiß ich nichts mehr. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen das angetan haben könnte? Da kommen einige in Frage. Aber allen voran diese verfluchten Tierschützer. Was denn für Tierschützer? Große Spinne aus dem Dorf. Die machen mir das Leben zur Hölle. Verjagen meine Kunden und schicken mir Drohbriefe. Meine Ex ist übrigens auch bei denen. Moment, Ihre Ex-Frau ist eine radikale Tierschützerin? Ex-Freundin. Vom Beruf ist sie Kindergärtnerin. Aber weil sie der Job nicht auslastet, hat sie sich mit diesen Tierschützern da zusammengetan. Ja, und vorher hatte das nichts ausgemacht, mit dem Fleischer zusammen zu sein? Ich hab's ja von Anfang an verschwiegen. Erst als ich die Fleischerei von meinem Vater geerbt habe, da musste ich es ja sagen. Danach war sie weg. Okay, können Sie mir bitte den Namen und die Adresse von dieser Frau nennen? Nele Kippler, Richard Straußweg 23. Gibt es denn noch irgendwelche Ex-Freundinnen, die den Hass auf Sie schieben? Hass? Naja, ich war mal mit Sandra Klein zusammen, aber... Ihre Angestellte? Die sie gefunden hat? Peter, Mensch, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ingrid, meine Stiefmutter. Ingrid, das sind die Kommissare. Der Name Schweiger. Das ist ja modern hier.
eine Internetvernehmung. Stiefmutter ist allerdings Unsinn, ne? Ich war zwar nur ein halbes Jahr mit deinem Vater verheiratet, aber das spielt keine Rolle. Du bist mein Sohn. Basta. Okay, ich glaube, wir lassen sie jetzt mal lieber alleine. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gut, dann gucke ich mal nach dieser Nele Kepler. Gucken, ob ich was finde. Das ist ja modern hier. Ja, hier habe ich sie auch schon. Nele Kepler, die Ex von Herrn Kunz. Ach, guck mal hier. Heute Demo vor Kais Bürgerhaus, kommt alle. 11 Uhr. Das ist jetzt. Ich würde sagen, die Einladung nehmen wir an. Auf jeden Fall. Als die Kommissare Mia Schweiger und Max Brenner bei der Demo vor dem Bürgerhaus ankommen, treffen sie nur auf eine Handvoll Aktivisten. Diese sind dafür umso engagierter. Hier kriegt man ja richtig was geboten. Hier, auf dem Profil von Nele Kepler steht auch nochmal, dass sie Kindergärtnerin ist. In einem katholischen Kindergarten sogar. Ja. So, wer von denen ist jetzt Nele Kepler? Wahrscheinlich die mit dem Megafon und dem Ball. Ja. Lass mal hören, was die zu sagen haben. Die Zeit der Tiermauer, da ist vorbei. Ja, die nimmt kein Blatt vom Mund. Schluss jetzt! Hallo! Auseinander, Polizei! So, die Demo ist doch bestimmt nicht angemeldet, oder? Ja, natürlich nicht. Terroristen sind es. Beruhigen Sie sich jetzt bitte. Dann haben Sie auch kein Recht, hier zu sein. Ich muss jetzt mit nach Hause zugehen. Recht. Das Gesetz schützt nur die Ausbeuter, ja? Und dementsprechend ist das jeden Tag ein Blutbad. Jeden Tag. Danke. Einmal Ihren Ausweis jetzt. Ja, zu Ihnen kommen wir auch gleich noch. Heute noch. Freistaat ist das. Harry Juncker. 36. Lassen Sie mal stecken. Sie nehmen wir eh mit, Frau Kepler. Was, warum? Woher wissen Sie, wie ich was? Das erklären wir Ihnen auf der Wache. Kommen Sie bitte mit. So. Und die Herrschaften will jetzt nach Hause gehen, danke. Auf geht's. Komm, gemacht. Sie gehen einfach rein. Wir sehen uns noch. Ruhe jetzt, Sie gehen jetzt einfach nach Hause. Hallo. Raus aus meinem Grundstück. Ist ja nicht die feine englische Art hier, oder? Ah ja, dem kehrt's ja nicht anders. Mein Gott. Auf dem Kommissariat erfährt die Tierschützerin Nele Kepler schließlich, dass sie verdächtigt wird, ihren Ex-Freund niedergeschlagen zu haben. Sieht so aus, als würden sie sich einen regelrechten Kleinkrieg mit den Fleischverkäufern im Ort liefern. Und als Ex-Freundin des Opfers haben sie sogar ein persönliches Motiv. Was haben Sie da in der Radüten? Meine Leberkäse-Semmel. Oder wie Sie hier sagen würden, Leberkäse-Sammel. Hey, was ist denn das? Das war ein Witz. Hallo! Wer sowas isst, ist nicht besser wie jeder andere Mörder. Geht's noch, oder was? Mal Mittagessen. Reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen und setzen sich hin. Frau Kepler, Sie gehen ja ganz schön ab, wenn Sie Ihren Willen nicht kriegen, was? Aber meine Prinzipien. Da sind Sie ja bestimmt richtig ausgerastet, als Sie erfahren haben, dass Ihr Ex Fleischermeister ist, oder? Da hatten Sie doch bestimmt eine Mordswut. Ja, freilich hab ich die. Der Bäder, der hat mich monatelang angelogen. Aber deswegen bringen ihn ja nicht Heubert um. Lassen wir ihn glauben nach dem Auftritt gerade? Ist jetzt doch kein Furz in der Fleischerei. Da habe ich mein Leben lang Albträume. Wo waren Sie denn heute früh, so zwischen 5 und 8? Ja, im Bett natürlich. Also kein Alibi. Ich dachte doch im Bäder nie was Odor. Ich wollte ihm ja sogar schon verzeihen, wenn er sich einen anderen Job sucht. Das hat er mal versprochen gehabt. Ja, mein. Dann ist er als der Vater gestorben. Und er hat die Fleischerei übernommen. Und Sie haben ihm den Laufpass gegeben, richtig? Ja. Und danach ist Herr Kunz gleich mit Frau Klein zusammengekommen? Na. Die Sandra, das war quasi meine Vorgängerin. Bäder hat's wegen mir in den Wind geschossen. Okay, Frau Kepler, das war's dann fürs Erste. Sie dürfen jetzt gehen. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja Zumutung da herin, gell? Mir ist schon ganz schlechter von dem Leichenstank aus ärmerer Tüten. Dankeschön. Halten Sie sich bitte zur Verfügung, gell? Ja. Wiedersehen.
Oh. Ey. Na, dann wissen wir ja jetzt, was wir zu tun haben. Mhm, Frau Klein befragen, aber das hatten wir eh vor. Schweiger? Ah, super. Alles klar, okay, wir kommen. Das war das Labor. Die Untersuchungsergebnisse sind da. Ab zum Labor. Hi, Stefan. Hallo. Und? Was hast du für uns? Also, euer Fleischer ist von hinten niedergeschlagen worden. Und zwar mit dem Fleischerhammer, den ihr direkt hinter ihm gefunden habt. Herr Kunz war sofort bewusstlos. Gibt's irgendwelche Hinweise auf den Täter? Ja, wir haben Puder von Einmalgummihandschuhen am Griff des Hammers gefunden. Und die Verteilung des Puders lässt darauf schließen, dass der Schlag mit beiden Händen geführt wurde. Und die genaue Tatzeit? Circa 5 Uhr morgens. Der Täter hat vermutlich draußen auf Herrn Kunz gewartet, dass er seine Fleischerei aufschließt und ist ihm dann in die Schlachtküche gefolgt. Das heißt, unser Täter wusste ganz genau, wann Herr Kunz morgens anfängt zu arbeiten. Meinst du, es kann nur ein Mann gewesen sein? Nö, das kann auch eine Frau gemacht haben. Okay, dann rufen wir jetzt noch mal Sandra Klein an und bestellen sie zur Vernehmung aufs Revier. Danke dir erstmal. Danke. Bitte. Bis später. Ciao. Unterdessen versucht Sandra Klein, die frühere Stammkundin Doris Kiegelkorn abzuwimmeln. Die Kundin vermisst den alten Metzger und seine Großzügigkeit. Frau Kiegelkorn, ich sag Ihnen ganz bestimmt Bescheid, wenn ich etwas für Sie habe, ja? Versprochen. Moment. Sandra Klein? Ich bin seit über 5 Jahren jetzt schon Kundin hier, Stammkundin. Ja, das wissen wir auch wirklich zu schätzen, ja? Entschuldigung, was kann ich denn für Sie tun? Meine Mimi, die war ganz scharf auf das Fleisch vom alten Kunz. Ja, klar, kein Problem. Bis gleich. Der alte Kunz, der hat immer was zurückgelegt für meine Mimi, immer. Aber dem jungen Kunz, dem ist es ja scheißegal. Scheißegal ist ihm das. Frau Kiegelkorn, ich muss jetzt leider dringend los, ja? Also kommen Sie bitte. So, bitteschön. Kommen Sie, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ja? Die Metzgereifachangestellte Sandra Klein wurde zur Vernehmung ins Kommissariat bestellt. Setzen Sie sich in die Mitte. Was war denn da eben bei Ihnen im Laden los, als wir telefoniert haben? Hat da jemand randaliert? Das war nur die Kiegelkorn, ja, wegen ihren Katzen. Der alte Kunz, der hatte immer so ein paar Fleischreste aufgehoben. Und Peter will das jetzt einfach nicht mehr. Ich meine, im Ernst, wer füttert denn auch seine Katzen mit Fleisch vom Edelfleischer? Wobei, mich geht das Ganze ja nichts an. Frau Klein, Sie hatten eine Beziehung mit Peter Kunz, stimmt das? Naja, was heißt Beziehung? Also, wir sind ein paar Mal miteinander ausgegangen, aber das hat einfach nicht gepasst. Wussten Sie, dass Peter Kunz Ihnen den Laufpass gegeben hat wegen einer anderen Frau? Was? Nele Käbler. Ja, tut mir leid, aber der Name sagt mir absolut nichts. Ich meine, Peter hat ja auch nie wirklich gesagt, warum er das Ganze beendet. Naja, klar, hat eine andere gehabt. Wo waren Sie denn heute Morgen so gegen 5? Naja, eigentlich hätte ich da bei Peter in der Fleischerei sein sollen, aber ich bin erst um 7:30 aufgewacht. Warum? Ja. Haben Sie verschlafen? Das können Sie ruhig sagen, das passiert Frau Schweiger täglich. Naja, ich meine, es war einfach alles nur so komisch. Was war komisch? Naja, wissen Sie, ich war gestern noch bei Ingrid in der Wirtschaft, also bei der Stiefmutter von Peter. Und da habe ich nur was getrunken, mich nett mit einem jungen Mann unterhalten. Und dann ist mir urplötzlich schwarz vor Augen geworden. Sind Sie umgekippt oder was? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Wie viel haben Sie denn getrunken? Ja, nicht viel. Und Drogen nehme ich auch keine, ja? Kann sein, dass Ihnen jemand was ins Getränk getan hat. Das hört sich stark nach K.O.-Tropfen an. Möglich, aber für was denn das Ganze? Als ich aufgewacht bin, hatte ich alle meine Sachen an. Wie heißt denn der Typ, mit dem Sie sich gestern unterhalten haben? Harry Juncker, ja. Moment mal, den kennen wir doch. Von der Demo vor dem Bürgerladen. Wir haben sogar seine Personalien. Stimmt. Das ist aber ein komischer Zufall, dass sich ein Tierschutzaktivist mit einer Fleischereiverkäuferin unterhält. Ja, also über unsere Jobs haben wir uns ja nicht unterhalten.
Vielleicht sollten wir uns aber mit diesem Harry Junker unterhalten. Hm. Und Sie fahren schnell ins Krankenhaus, schlage ich vor, und lassen Ihr Blut auf Drogen untersuchen. Na ja, gut, dann melde ich mich, wenn ich die Ergebnisse habe, ja? Mhm. Während der Fahrt lassen die Kommissare Mia Schweiger und Max Brenner die letzte Vernehmung noch einmal Revue passieren. Gedächtnislücke. Glaubst du, Sandra Klein, das? Also ganz ehrlich, ich finde, es ist zu absurd, um sich sowas auszudenken. Mhm. Aber wir können dann nachher nochmal in diese Gaststätte fahren. Vielleicht hat jemand was gesehen. Ja, irgendjemand muss sie gesehen haben. Und vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben die ja sowas wie eine Überwachungskamera da. Aber ich habe das Gefühl, die haben sich gar nicht zufällig getroffen. Vielleicht wusste er auch, wer sie ist und hat sie absichtlich unter Drogen gesetzt. Damit sie am nächsten Morgen verschläft? Möglich, dann könnte er auch was an dem Anschlag auf Peter Kunz zu tun haben. Oder er wollte der Tiermörderin einfach nur eins auswischen. Also wir sind jetzt hier an der Adresse von Harry Junker und warten mal auf ihn. Vielleicht sehen wir ihn und dann kann er uns was erzählen über den gestrigen Abend. Ist er das nicht? Ja. Hey, stehen bleiben, Polizei! Ich kümmere mich um den Rucksack! Scheiße! Sorry, Polizei. Danke, Sie kamen. Was ist denn hier passiert? Scheiße, keine Ahnung. Wird auf einmal gebrannt. Da hat wohl jemand was zu verbergen. Boah. Sieht so aus, als wussten Sie, was wir von Ihnen wollen. Wollte jemand versuchen, die Daten zu vernichten? Ich zittere schon vor Angst. Ach so. Ja. Bevor Mia Schweiger und Max Brenner den verdächtigen Harry Junker verhören, geben sie den Laptop in die Kriminaltechnik zur Untersuchung und Datenrettung. Ich würde zugehen wissen, was auf dem Laptop war. Vielleicht können die Kollegen im Labor die Daten wiederherstellen. Harry Junker hat auf jeden Fall was zu verbergen. Tag. Tag. Zeit wird's. So, Herr Junker. Dann erklären Sie uns doch mal bitte, was es mit Ihrem kleinen Zaubertrick auf sich hatte. Sie kennen das doch. Ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Sie halten sich wohl für besonders witzig, oder? Aber wir können auch anders. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ist doch meine Sache, was ich in meinem Laptop anstelle. Warum haben Sie gestern Abend Sandra Klein im Gasthaus angesprochen? Ich? Sie hat sie zu mir gesetzt. Wir haben uns nur kurz unterhalten, das ist alles. Sandra Klein behauptet, dass sie sich an den gestrigen Abend gar nicht mehr erinnern kann. Offenbar hat ihr jemand was ins Getränk gemischt. Ach was. Vielleicht verträgt sie einfach nur nichts. Ich bin auch bald gegangen, mit der war ja nichts mehr anzufangen. Haben Sie denn beobachtet, dass sich jemand sonst Sandra Klein genährt hat? Nö, niemand. Das Lokal war fast leer. Die Kollegen finden schon raus, wie Sie das mit dem Laptop gemacht haben. Und an die Daten kommen wir auch. Das würde mich sehr überraschen. Da finden Sie nichts. Wo wollen Sie hin? Ich kenne meine Rechte. Sie können mich hier nicht festhalten. Außerdem habe ich noch einen Termin. Weiß nichts, kennt niemanden. Schweiger, hallo? Okay. Ja, alles klar. Okay, das hilft uns sehr, danke. Gibt's Neuigkeiten? Allerdings, die Kollegen waren bereits bei Ingrid Kunz. Sie hat tatsächlich eine Überwachungskamera im Bereich der Kasse installiert. Hat wohl mal jemand reingegriffen. Ja, dann lass doch hinfahren und die Bänder holen. Nicht nötig, sie kommt selbst. Noch besser. Und es gibt noch was. Unser IT-Spezialist hat auf dem Computer von Peter Kunz eine E-Mail-Korrespondenz zwischen ihm und Kai Olpe gefunden. Der Typ vom Burgerladen? Genau, der alte Kunz wollte offenbar an Kai Olpe verkaufen. Ach. Ja. Offenbar gab es eine Verbindung zwischen dem Besitzer des Burgerlokals Kai Olpe und dem Opfer, Metzgermeister Peter Kunz, sowie dessen Vater. Die Kommissare wollen den Burgerladenbesitzer zur Rede stellen. Oh, was ist da denn schon wieder los? Ich kann es nicht lassen. Hoffen wir mal, dass Kai Olpe nicht der Nächste ist, der mit dem Fleischhammer ins Überkriegt. Ach, sieh mal an, da ist ja noch eine alte Bekannte. Na, warte mal. Ist das die Kleine? Ja.
du mir Peter auf und dann bringst du ihn auch noch fast um. Komm, du bist der verrückt, bist der du. Ich ja? Verrückt, Teile. Wenn hier einer verrückt ist, dann ja wohl du. Ich habe mir deine Internetseite angesehen. Du hast einfach ein Foto von mir gepostet mit abartiger Tiermörderin, die unter. Weiß, stimmt, vertragst du halt nicht, ha? Schlapp, komm her. Oh. Lass mal hingehen. Ja, komm, jetzt schon. Nein, 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 So, jetzt kommen wir alle mal wieder zur Ruhe. Die Demo ist doch bestimmt schon wieder nicht angemeldet, oder? Dachte ich mir. Habe ich Ihnen nicht vorhin schon gesagt? Sie geht jetzt alle nach Hause, ansonsten sehen wir uns auf der Dienststelle wieder. Verstanden? Sie auch. Wann haben jetzt Sie wieder was für mich? Meine anderen Katzen verhungern auch noch. Ja, dann schauen wir an. Sie auch bitte nach Hause, danke. Also, geh mal. Herr Olpe, wir sehen uns drin. Meine Güte. Wie stehen Sie eigentlich zu Peter Kunz? Der Peter, ja, der hat mich auf den Kicker. Seit ich nicht mehr bei ihm kaufe, sondern bei einer Großfleischerei. Ja, davor war ich sein größter Abnehmer im Ort. Und warum haben Sie den Lieferanten dann gewechselt? Ja, um Kosten zu sparen, natürlich. Ihr habt doch selber gesehen, was da los ist. Allein diese Tierschützer kosten mich schon 30% Umsatz im Monat. Ja, mit den Preisen von der Großfleischerei kann der Peter nicht mithalten. Wo waren Sie denn heute Morgen gegen 5 Uhr? Im Bett. Pass mal auf, ich habe keinen Grund, dem Peter irgendwie angerannt zu gehen. Ja? Er hat ein Problem mit mir, nicht ihm mit ihm. Sind Sie sich da sicher? Wir haben E-Mails gefunden, aus denen eindeutig hervorgeht, dass Sie am Kauf seiner Fleischerei interessiert waren. Ja, und? Ja, mit dem alten Kunst stand ja eigentlich schon alles fest, wenn wir das richtig verstanden haben. Ja. Und jetzt gehört dem Peter die Fleischerei und er weigert sich, den Vertrag abzuschließen. Ja, man, da kann man nichts machen. Das hat Ihre Pläne bestimmt ganz schön durcheinander geworfen, stimmt's? So wie es jetzt ausschaut, mit den Tierschützer im Knack, ja, hätte ich das Geschäft sowieso ablassen müssen. Es wird mir einfach alles zu heiß hier. Was wollen Sie denn eigentlich damit? Eine Fleischerei ist doch ein ganz anderes Metier. Ja, ich habe mir halt gedacht, es kommt mich billiger, wenn mein Fleisch aus meiner eigenen Fleischerei kommt. Entschuldigung. Brenner, hallo? Frau Klein, was gibt's? Können Sie bitte ganz schnell kommen? Ich glaube, ich werde verfolgt. Wo sind Sie denn gerade? Fleischerei. Okay, passen Sie auf, gehen Sie rein, schließen Sie hinter sich ab, wir kommen sofort. Herr Olpe, wir kommen noch mal auf Sie zu. Lass uns hinfahren, das ist um die Ecke. Ja.